Herzlich willkommen heute zu Gast haben wir die TSV 1860 München im Rückspiel. Das Hinspiel haben wir, glaube ich, gewonnen, soweit ich weiß. Bösel hat den Spieler des Monats Award gewonnen, deswegen wird er auch mit dem Stammplatz belohnt, sagen wir mal dazu, weil das macht ja dann Sinn und wir gehen direkt mal rein. Und gucken, ob die auch was dagegen haben, dass wir mal Erster werden wieder. Wir bleiben anscheinend nie Erster. Wahrscheinlich kriegen wir einen Relegationsplatz am Ende. Gehring, seht ihr das? Letztes Spiel hat er noch runter gehabt, nur wegen der roten Karte. Jetzt ist er wenigstens wieder normal. Burger ist ganz gut drauf. Mann, mit einer 68. Die Leute entwickeln sich ja richtig prächtig. Wow, das hat sich gereimt. So, was ist das denn hier jetzt? Verteidigen. Komm her, du. Foul? Aha, faulen darf ich nicht. Ach, das ist hier. Ah, bleib stehen. Ah. Verdammte Kacke. Lacazette, ja, das wäre ja schön. Oh, das war eine gute Grätsche. Oh, fuck. Ich wollte es nochmal so machen, aber die schießen ja, das sind ja Bronzespieler, die treffen ja nicht. Komm, Grimaldi. Warum erinnert mich dieser Name an Grindelwald? Das war schön. Egal, gehen wir einfach rein in die Partie. Und gucken mal, ob wir heute was machen können, was Schönes. Shashiri, Spielkommentatoren. Baku, Sama, der Hammer. Makana Baku. Mit einer guten Form. Uwusu mit dem Anstoß wieder als Stammspieler. Vielleicht hat der uns im letzten Spiel ein bisschen gefehlt, ich weiß es nicht. Geisler rastet ein bisschen aus. Der Böse. Uwusu nicht ganz dabei. Moll. Raus. Choroba kriegt den Ball. Grimaldi kriegt den Ball. Lacazette. Wir sind jetzt fit, die Leute, habe ich das Gefühl. Die wollen jetzt nochmal hier richtig Gas geben, alle, weil Ende der Saison. Aber Leist, ein Führungsspieler. Hä? Oh nein! Choroba ist kaputt. Warum ist der denn jetzt schon kaputt? Was ist los mit ihm? Hier, Poggenberg. Dann machen wir Thermann auf die rechte Seite. Ich glaube, das geht. Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, zentrales Mittelfeld. Passt. Gut vielseitig einsetzbar, das freut mich irgendwie. Zack, dabei hat er sich verletzt, also nichts passiert. Wir waren so gut in einer Konterchance. Aber D-Moll mit einem wunderschönen Ton. Was laber ich da? Gehring. Vorne Leist, Geisler. Spielen wir den schön da wie Galkisch. Raus auf Thermann, der sich in seiner neuen Rolle direkt eingefunden hat. Ah, komm schon. Oh, kein Elfer. Ja gut, der ist auch gerannt wie ein Opa, muss ich sagen. Thermann steckt ihn durch. Und, oh, kam der Schuss durch vom Bösel, dachte ich, aber ist nicht passiert. Und dann rausgeflankt, aber Uwusu kam eh nicht an den Ball und ich war natürlich mal wieder nervös. Time Finishing, das verpasse ich andauernd. Wie Galke. Baku. Schön. Jetzt hat er mal ein bisschen ein Hasch mich und schießt von der Entfernung per angeschnittenen Schuss. Aber jetzt will er den Ball wieder zurückhaben. Berzel bremst gut aus. Lorenz schlägt einen langen Ball nach vorne und das war abseits. Hätte er meinetwegen nicht pfeifen müssen, aber das ist so eine Situation. Wozu dieses Abseits? Warum hat er das gegeben? Ich hatte doch den Ball. Stecken wir den Ball durch. Spiel ihn und eieiei. Wäre da einfach hingerannt, dann hätte er den Ball auch köpfen können, aber irgendwie. Oh. Gehring mit einem taktischen Foul, würde ich jetzt mal sagen. So. Wer ist das denn? Bigalke? Was geht? Wow, gib mir den Ball. Also wir konnten uns nicht als Erster absetzen. Jetzt sind wir wieder Dritter, soweit ich das gerade noch in Erinnerung habe. Komm schon, Baku. Oh, schön auf Baku raus. Ach. Oh. Nein, scheiße. Das hätte auch mal ein Tor werden können. Aber nein, ich muss das versauen. Steinhart war das, ja. Steinhart. Moll, wein. Weine nicht.
Hey, Steinhardt klaut mir aber den Ball. Spielt nach außen auf. Kerger. Poggenberg klärt aber. Was beschwert der sich eigentlich? Der kann froh sein, dass er spielt. Finde ich eigentlich. Und dann laufen wir. Fair läuft. Läuft noch weiter. Und dann flanken wir ganz dumm rein. Einfach ganz locker. Ja. Bigalke beschwert sich. Er hat auch recht. Gehring wollte auch mal vorne mitmischen. Jetzt hat Fair den Ball. Was machen wir denn jetzt? Kai Gehring. Wer ist das? Termann. Mit einem Flachschuss aus der zweiten Reihe. Aber Bonnmann denkt so. Kein Problem. Ach, das war kein schöner Pass. Lacazette, Wein, Lex. Termann nimmt den Ball, fängt den Ball ab, aber nimmt den an wie Kacke. Kerger, schön zurückgelegt. Moll, jetzt spielen die wieder hier richtig Fußball aus der dritten Liga. Jetzt kriegen wir hier wieder keinen Zugriff. Und so kriegen wir aber trotzdem einen Abstoß. So, dann legen wir den Ball auf Bigalke, der mit einer Aktion. Und schön auf außen raus. Geisler in die Mitte, aber wie? Wie hat der da in die Mitte gespielt? Bitte. Lex fängt den Ball von oben ab. Wein, Lex, Wein. Schöner Pass auf Grimaldi. Er klingt, als wäre das ein Vollpro. Der Grimaldi. Das wäre da voll krass irgendwie. So ein Starspieler aus. Keine Ahnung, Mann. Schön raus auf. Termann, der den Ball annimmt wie Kacke schon wieder. Kager, Steinhardt, Lacazette. Das ist schön, wenn man da mal einen Namen mal aussprechen kann. Lex steckt den Ball durch. Auf außen zu. Kager. Kager tauscht aus. Bigalke spielt den jetzt. Eieieiei. Termann, das Spiel wird nicht einfach. Ich merke das. Geisler. Schön Fair schickt ihn. Sagt, lauf, Junge, lauf, sagt er. Aber irgendwie läuft er nicht. Dann schickt er die Nummer 9 auch nicht so gut. Uwusu. Dann bleibt er stehen und dann schießt er. Eieiei, das war nicht gut. Da hätte ich auch noch einen Schritt gehen können oder so. Aber ich hatte das Gefühl, wein, was machst du da? Vielleicht bin ich der, der weint. Abseits. Man hört das irgendwie am Pfiff. Das war so ein Pfiff. Ein Abseitspfiff. Irgendwie. Fair. Schön auf Geisler. Und ich dachte, der kann mal ruhig. Aber der ist auch verletzt, oder was? Ne, er steht wieder auf. Und jetzt kontern sie uns eiskalt aus. Und das machen sie richtig gut. Hut ab, 1860 München. Das hätte sogar schief gehen können, da Termann in der Pause ausgewechselt wird. Jetzt könnten wir kontern. Schön weiter auf Bigalke. Oh nein! Scheiße, ich habe aus Versehen geschossen. Ich muss mal cool bleiben. Irgendwie bleibe ich nicht ruhig. Ganz nervös, der Junge hier immer. Warum zu ihm? Ja, weil ich in die Richtung geguckt habe, ich weiß, aber hätte er trotzdem mal zu dem anderen machen müssen. Lex. Nachspielzeit ist auch gleich rum, dann gehen wir in die Pause. Mit einem 0:0. Jetzt geht's hier wieder los mit dem mageren 0:0s. Mal gucken, ob wir uns das gefallen lassen. Bigalke. Röttger rein. Termann raus, auf jeden Fall. Bina Kai, vielleicht kann der auf rechts was machen. Ich weiß, der spielt da sonst nicht, aber ich dachte, das geht. Und den letzten Wechsel heben wir uns. Ach nee, wir haben ja dreimal gewechselt. Können wir gar nicht mehr. Und müssen jetzt hoffen, dass das so reicht. Weber. Mit einem langen Ball auf Grimaldi, der abgefangen wird von Leist und der denkt, der muss sich da gleich offensiv mit zuschalten. Hätte er das gemacht und hätte er jetzt den Pass noch gekriegt, dann wäre er Held des Tages geworden. Ey, spiel doch den Ball, Mann. Bösel. Bina Kai. Durch auf. Ach, verdammt. Nicht gut geflankt.
Grimaldi raus auf Karga. Versuchen es offensiv, die Jungs. Die Jungs, habe ich gesagt, die Jungs. Geißler, schön auf die andere Seite. Jetzt könnte er laufen, aber das war nicht so gut gemacht. Und er legt sich den Ball so weit vor und so. Ei, was ist das schon wieder für eine Scheiße mit diesen... Die nehmen den Ball so komisch an und so, das nervt. Weber macht ein Tänzchen, Wein. Sollte davon nicht so viel trinken. Wein lässt den Ball abtropfen auf Lex. Und wir kriegen den Einwurf, nehme ich an. Ja, so ist es. Wein raus. Hat noch ein Date heute, glaube ich, der Junge. Oh, schade. Ich habe ihn da wirklich gesehen. Einfach durchspielen. Was ist da? Poggenberg, egal. Flank ihn einfach mal rein. Okay, da ist niemand. Abgefangen. Lex hat ihn raus auf Kager. Den lese ich auch tausendmal im Tag. Lacazette. Röttger durch. Eieiei, da wird nix. Da wird nix. Seferings, Lex, Bösel. Wir neutralisieren uns hier quasi immer gegenseitig. Aber wir kommen auch nicht offensiv zu irgendeiner Chance. Und gleich steht es 1-0. Ich spüre das. Wow. Es fühlt sich jetzt schon so an. Ich kann nichts machen so irgendwie. Aber Leis, der kämpft da einfach mal. Schön raus auf Röttger. Und der Junge läuft nicht. Was ist das denn? Ja, Röttger. Nicht mal einen kurzen Pass kann er wieder spielen hier. Verschaffen wir uns hier ein bisschen Platz. Gehring raus. Da ist Uwusu. Und da ist der Ball irgendwie nicht so richtig. Das ist nicht ordentlich und strukturiert gespielt, was wir hier machen. Poggenberg, Baku. Jetzt können wir vielleicht hoffen, dass wir ein Glückstor machen. Komm, Böse, bleib stehen. Damit wir den Ball da rauf und dann... Oh, dann kämpfen sie auch noch. Das weiß ich dir, dann auch jeder Torhüter gekriegt. Habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Dass die Torhüter irgendwie scheiße sind. Komm. Zumindest was das Rauslaufen von... Rausholen von Bällen angeht. Komm, ein weiter. Warum läufst du denn nicht? Komm schon, einfach da mit dem Kopf voran. Oieiei. Grimaldi. Nur der Ball geht 2 Meter neben das Tor, kullert der da eins aus und die Torhüter lassen sich wie Kacke spielen dazu. Vielleicht gewinnen wir den Ball. Oh. Wir spielen das jetzt ganz gut raus hier. Lex, das wird gefährlich, aber Binakay ist da. Als wäre er ja schon immer Verteidiger gewesen. Uwusu fair, dann spielen wir den raus. Uwusu läuft in die Mitte, aber der läuft auch nicht wirklich. Irgendwie läuft das nicht. Warum läuft das nicht? Was ist das für eine Aktion hier mit euch schon wieder, Computer? Will ich schon wieder unentschieden spielen? Das macht keinen Spaß. Und fair hat den. Und dann schicken wir... Ja, komm schon, lauf doch, Junge, gewinn den Ball doch. Oh Mann, ey, das läuft doch echt überhaupt nichts. Als wären die Spieler im Arsch oder so spielen, lassen die sich spielen. Oh Mann, Kindsvater. So heißt der Junge, Kindsvater. Ah, Gehring, den hättest du doch ordentlich da wegmachen können. Lacazette, jetzt mit der Aktion, jetzt ist der drinne, weil da konnten wir einfach nichts machen. Jetzt steht es 1-0 für 1860 München. Und ich habe das Gefühl, irgendwie mit dem Aufstieg, das wird heute nichts. Das wird nichts mehr. Wenn er so weitergeht. Aber so wie die sich jetzt schon wieder spielen lassen, das macht schon wieder mehr oder weniger keine Freude. Denken die, da können sie sich oben da ausruhen. Jetzt müssen wir auf Offensiv gehen. Jetzt spielen sie uns richtig weg. Und dann ist das noch ein Foul. Ich habe ihn nicht mal angefasst. Ich weiß, er hat sich da in den Weg gestellt, aber da ist nichts passiert. Der Leis ist einfach ein stabiler Bursche, ne? Komm, Röttger, lauf doch. Was ist das für eine Scheiße, Jungs? Nix kriegt ihr hin, so. Ja, was will ich machen? Das ist dann einfach. Das ist dann zu einfach. Mann, Mann, Mann. Komm, spielen durch. Fair, schön da raus, aber das spürt, das hat er gerochen, der Kindsvater.
Und so können wir hier nur wieder... Was können wir machen? Nix. Nix. Wie scheiße spielen natürlich. Das ist kein Problem. Damit kann ich leben. Schön raus. Jetzt kontern die uns hier wieder aus. Und Leist und Gehring und... Oh, verdammt. Ich dachte, der ist frei. Hey, mal auf die Karte geguckt. Ich spiele eigentlich gerne mit Karte so. Ich weiß, wenn man so Oberpro-FIFA-Gamer sein will, dann muss man das wahrscheinlich. Ah, Mann. Und dann ist der auch noch verletzt. Sag mal, was ist das für eine Scheiße hier? Nur Pech. Vorher nur Glück, jetzt nur Pech. Was ist das denn für ein Hoch und Auf und Ab hier? Da kann ich nichts machen, das ist 2-0. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen, dann müssen wir uns gefallen lassen. Also hoffen, dass das nächste Spiel besser wird. Scheißegal. Zack. Mann, Mann, Mann. Ja, Uwusu, dann verrecker halt quasi. Können wir ja nicht mehr wechseln. Ja. Ich vertraue ihm lieber. Ja, jetzt lässt sich Geißler gut steuern. Guckt euch an, wie gut er sich auf einmal steuern lässt. Nein. Verbrechen. Verbrechen! Na gut. Hier, zwei Aktionen, zwei Tore. Was eine Scheiße. Na gut, ja. Die Leute hier. Uerdingen gewinnt. Aalen gewinnt. Jetzt sind wir wieder Vierter oder so. Auf jeden Fall sind wir wieder im Niemandsland. So. Vierter, ja gut. Aber Wiesbaden könnte auf uns aufholen. Wer ist das? Wer ist jetzt schon wieder verletzt? Baku ist drinne. Böse. Böse ist 24 ist. Na gut, lassen wir den mal ein bisschen drinne. Tempo halten, mitten, Experte, scheißegal. Alles simulieren. So, ob ich die ganzen Übungen einzeln spiele. Baku hat gute Ballkontrolle. Er hat eine Wertung von 70. Mann, Mann, Mann. Spieler verletzt. Wer ist denn verletzt? Choroba. Eieiei. Ganz wichtiger Mann eigentlich. Ganz wichtiger Nachwuchsspieler. Egal. Nächstes Spiel ist gegen... Oh, wir sind schon im roten Bereich anscheinend irgendwie. Wir sollten uns wohl doch mal ein bisschen an den Vorstand halten, so wie es scheint. Naja, den müssen wir mal jetzt eben auswechseln. Das Problem selbst beheben, damit ich das in der nächsten Folge nicht vergesse. Choroba, Bagayoko müsste auch schon wieder drin sein eigentlich, ne? Ja, da ist er. Jupp. Deswegen sage ich, schaltet in der nächsten Folge wieder ein und verfolgt, ob wir doch noch irgendwie das zum Aufstieg schaffen gegen Braunschweig, die auch so ein bisschen im Nacken sitzen, die Leute. Sechster Platz oder was? Und ja, hier, Alter, seht ihr schon den krassen Film da an der Seite eben. Ja, schaltet wieder ein.